Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten. Ich bin Oliver und ich möchte euch heute das Zulu CMS zeigen. Alles, was ihr in dieser kleinen Vorstellung heute sehen werdet, könnt ihr euch auch selber noch einmal auf der öffentlichen Demo Zulu.rocks noch einmal selbst in Ruhe anschauen. Ich denke, wenn die Welt eigentlich etwas nicht braucht, dann ist es ein neues CMS, weil dieser Markt doch eigentlich bereits mit sehr, sehr guten Produkten überladen ist. Wieso also dennoch einen Blick riskieren? Naja, Zulu selber ist ein sehr junges CMS, welches im Vergleich aber zu anderen Branchenbrüdern doch einen wesentlichen Punkt anders macht. Während viele CMS eher auf die Marke Eigenbau setzen, so gliedert sich Zulu gänzlich in das Ökosystem des PHP-Framework Symfony ein und bedient sich hier nicht nur deren Vorteile, sondern es bietet auch dem Programmierer die Möglichkeit von gänzlicher Freiheit in seiner Applikation. Innerhalb dieses kleinen Workarounds wollen wir jedoch eigentlich weniger auf den Programmieraspekt eingehen und mehr euch die Usability des Admin-Backends zeigen. Wenn ihr das Admin-Backend selbst besuchen wollt, könnt ihr dies über zulu.rocks/admin tun. Das Admin-Backend von Zulu ist relativ schlicht gehalten. Eines der Ziele war, die UI möglichst clean zu halten und wenig zu überladen. Ein großer Dreh- und Angelpunkt eurer Pflege wird der Bereich Webspaces sein. In Webspaces könnt ihr mehrere Subdomains oder Webspaces von eurer Seite pflegen. Das heißt beispielsweise, wenn ihr nicht nur eine Hauptseite oder einen Baum pflegen wollt, sondern beispielsweise eine Karriereseite oder einen Blog nochmal haben wollt, könnt ihr hier über das Dropdown auch mehrere Webspaces anlegen und dort individuelle Bäume für diese Seiten pflegen. In unserem Beispiel hier haben wir allerdings nur eine Seite. Es ist ein praktisches Beispiel einer fiktiven Musikbranche, quasi Webseite, worüber Künstler eingepflegt werden können. Wenn ihr eine Seite bearbeiten wollt, innerhalb dieses Baums, hovert ihr einfach darüber und geht dann auf den Editor-Pen und kommt dann in den Bearbeitungsmodus. Der Bearbeitungsmodus gliedert sich folgendermaßen, dass ihr auf der rechten Seite immer eine Live-Preview angezeigt bekommt und auf der linken Seite die Möglichkeit, euren Content zu pflegen. Die Möglichkeit, wie ihr diesen Content pflegen könnt, müsste vorher von einem Entwickler bereitgestellt werden, indem er eine XML konfiguriert. Innerhalb dieses Vortrags gehen wir jetzt allerdings mehr darauf ein, dass diese bereits konfiguriert ist und lediglich nur noch gepflegt werden muss. In dem Fall haben wir hier beispielsweise die sogenannte Blockkomponente. Blöcke ermöglichen euch quasi vorgefertigte Bereiche zu pflegen und einzufügen. In diesem Beispiel hier haben wir die Komponente Text. Diese hat einen Titel und einen Editor mit einem Image, was wir verlinken können. Und dort können wir jetzt quasi mehrere dieser Blöcke einfach vordefiniert angeben und integrieren. Beispielsweise hier drunter haben wir ein Zitat. Wir können jederzeit den Typen dieses Blockes auch ändern und einen anderen wieder verwenden. Nehmen wir zum Beispiel hier an, dass wir doch kein Zitat haben wollen, sondern einen weiteren Text eingeben möchten mit zum Beispiel dem Titel Text und einfach der Description Text, dann können wir dies einfach machen. In der rechten Preview kriegen wir auch jederzeit das Live-Ergebnis angezeigt von dem, was wir innerhalb unseres Blockes quasi definiert haben. Zulu selber hat einen umfassenden Content-Release-Zirkel, das heißt also, ihr könnt auch jederzeit eine Seite auf Draft stellen oder halt auch direkt speichern und publishen. Solltet ihr das Ganze erst nur als Draft speichern, könnt ihr allerdings auch unten einen Link benutzen, um externen Leuten, welche nicht Zugangsdaten für das CMS haben, einen Blick auf die bereits gefertigte Seite zu ermöglichen. Allgemein umfasst Zulu alles, was jedes CMS haben sollte. In diesem Beispiel das Article Bundle installiert. Das Article Bundle ermöglicht relativ aufwandsarm die Möglichkeit, einen Blog zu generieren. Das heißt also, Artikel, welche nicht in der Hierarchie eines Seitenbaumes gepflegt werden, sondern quasi auf einer flachen Ebene eingepflegt werden. Dieses Bundle ist allerdings optional und ist innerhalb der Zulu Core erst einmal nicht installiert. Es muss optional dazu installiert werden. Wenn ihr innerhalb dieser Demo beispielsweise auch ein Praxisbeispiel sehen wollt, wie eine Doctrine Entity außerhalb von Symfony benutzt werden kann, dann könnt ihr euch das Bild der Musik angucken. Dies ist nämlich eine frei entwickelte Komponente. Was das Media Management noch zum Schluss angeht, so hat Zulu eigentlich eine ganz normale Ordnerhierarchie. Das heißt also, wenn ihr eure Bilder hochladen wollt, könnt ihr dies über ein ganz normales virtuelles Filesystem machen und anschließend die Bilder auf eurer Website umfassen. Ich hoffe, dieser kleine kurze Einblick in das CMS hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir das Ganze nochmal in aller Hülle und Fülle in einem ausführlichen Video gemeinsam weitermachen können.